Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 7 von Simotrans mit dem Comic-Pack. Ja, schauen wir mal rein. Wir hatten hier letztens den Zug abgespeist. Da war ein Fahrplan, der nicht ganz korrekt war. Den müssen wir uns angucken. Es gab auch einen Kommentar, meine ich, den ich irgendwo gesehen habe, aber jetzt ist er weg. Ich habe hinterher geguckt. Ich finde den Kommentar nicht wieder. Keine Ahnung, warum der gelöscht ist. Vielleicht hat der Kollege das gemerkt und hat frühzeitig geschrieben, dass ich den Fahrplan da doppelt Eislingen drin hatte und dann hat er den Kommentar gelöscht. Ich weiß es nicht. Wir schauen nach dem Intro auf jeden Fall rein, was der Fahrplan da macht. Bis gleich. So, dann wollen wir mal in den Fahrplan da reingucken. Und das ist ja Personenzug, weiter Eisling mit. Und ist das der Zug? Ne, da ist ja kein Zug drauf, oder? Oder ist da doch ein Zug drauf? Fahrzeugliste? Nö, Fahrplan? Ja, aber keiner drauf. Wie kommt das jetzt? Wo ist jetzt, bitteschön, der Personenzug geblieben dann? Dann fährt der wahrscheinlich mit einer eigenen Liste. Das ist nicht gut. WASD, dann ist nicht richtig. Habe ich schon mal wieder richtig rausgefunden. Das heißt, er hier. Oh, jetzt haben wir einen Zwischenhalt hier eingebaut. Der kann schon mal weg. Wir gehen mal ganz schnell hier raus. Gucken, dass wir das hier öffnen. Genau so ist es. Und dann den Fahrplan nochmal haben. Und das ist eigener Fahrplan. Da ist das Problem. Der soll aber diesen Fahrplan haben. Und der soll nach Weiterstadt fahren. Das wäre hier. Okay, das passt dann. Dann kann ich das hier umstellen und der fährt noch weiter. Na, ne? Genau. Gut, und dann müssen wir aber jetzt doch in diesen Plan nochmal rein und den Fahrplan angucken und ändern. So, der kommt von Weiterstadt, fährt nach Eislingen. Lass mal überlegen. Mettmann fährt er nach Jena. Von Jena kommt er zurück nach Mettmann. Und das hier muss einen nach oben. Von Jena kommt er dann nach Mettmann, dann nach Eislingen, nach Weiterstadt, nach Eislingen, dann Mettmann, nach Jena. Ich glaube, jetzt ist es richtig, oder? Ich will es hoffen. Er ist ja gleich schon mal hier. Den können wir mal gerade hier nebenan machen und sehen, 20 sind da drinne. Sollte eigentlich funktionieren, ne? Ja. Wie geht's weiter? Gute Frage. Eigentlich hier über diese Liste erstmal, ne? Haltestellenliste und filtern nicht nach Bezeichnung, sondern nach wartend. Und andersrum. Eislingen warten ganz viele, das ist klar. Die warten aber hoffentlich alle auf dem Zug. Hamburg, Rathaus, über Neften, Rathaus. Ne, das ist Kutsche. Jena ist Zug, Lübbecke Rathaus über Mettmann ist Zug, Mettmann über Mettmann ist Zug, Neften Rathaus ist ja definitiv dann. Wer fährt mit 26 zurück? Neften war ja der Nachbarort von Eislingen, ne? Der war dann ein bisschen weiter links oder so, ha? Wie war das? Hier ist Eislingen und ich glaube, diese Strecke runter findet sich dann gleich Neften irgendwo. Hier an dem See oder wo das? Da, okay. Das bedeutet, da ist nicht genug Abholung da. Dann würde ich sagen, müssen wir da Kutschen noch einsetzen, die wir. Oh, da ist ein Häuslein gebaut. Die Stadt Eislingen ist schon am Wachsen. Das bedeutet, hier müssen wir den LKW losmachen, Doppelgespann. Und da muss eine Kutsche dran. Und Fahrplan ist Eislingen Neften. Und ich mache mal zwei davon, starte die erste. Lass den mal hier unten liegen und hoffe, dass wir gleich mal ein bisschen später dran denken, dass wir den auch starten dann, ne? Da kommt das Gespann raus, das passt. So, er fährt wunderbar, das ist schon mal gut. Jetzt können wir dieses hier Eislingen Rathaus, können wir noch mal schauen, vielleicht Roßlau, drei Personen über Mettmann, der fährt auch mit dem Zug Zittau, Rathaus über Jena fährt auch mit dem Zug. Dann ist das erstmal gut. Zittau war hier unten.
Oh, da sind aber viele. Wo fährt's denn da lang? Nach Jena geht's da, ne? Ja, nach Jena geht's da. Da warten 21. Ich glaube, wir müssen nach Jena auch was bauen. Das ist. Wie viele Kutschen sind da drauf? Wahrscheinlich eine, ne? Das ist ein bisschen wenig. Wird sich gerade auch schnell anbieten, eine neue Kutsche zu machen. Ja, schwierig. Wo müssen wir jetzt hin, ne? Ja, voll verloren auf der Karte. Da ist das Depot. Ist offen, ist klar. Ja, die sind jetzt weit genug weg, denke ich mal. Da können wir jetzt starten. Gehen wieder auf LKW, gehen auf den, gehen auf den, gehen auf den und suchen den Fahrplan Jena Zittau. Haben wir da, machen auch wieder eine Kopie, starten den ersten und stellen das wieder nach unten. So. Hier sind 56 drin, das ist schon mal gut. Ich glaube, wir haben da auch mal eine größere Zahl schon von 8.000, meine ich, gehabt bei Gewinnen. Da sind wir jetzt bei 5.000. Das hört sich doch schon mal gut an, oder? Zittau. Haben wir mit zwei weiteren Kutschen dann bedient? Dann sind wir bei Roßlau. Attendorn, Eislingen Rathaus, über Mettmann Rathaus. So, da müssen wir jetzt mal nochmal genau überlegen, weil das ist ja. Roßlau war nördlich hier, ne? Da ist Roßlau. Da sollten wir vielleicht, weil es hier oben ja noch ganz viel weiter geht, bis nach Lübecke und von Lübecke geht es auch noch weiter. Da sollten wir vielleicht den zweiten Zug einsetzen, weil hier geht es ja noch nach Attendorn. Nach Attendorn, von Roßlau nach Attendorn. Deswegen würde ich hier vorschlagen, dass wir hier den Zug herfahren lassen, der hierher kommt. So, wo ist der Bahnhof? Der ist da. Sieht schon kompliziert aus, ne? Aber wir können einfach hier weiterfahren. Ah, nochmal hoch. Dann wieder runter. Ah. Ja, aber ist so, ne? Machen wir so. Wir fahren hier ab. Hier hoch. Ja, hier fahren wir hoch. Zug 50er biegt hier ab und fährt hier hoch. Eigentlich findet er doch immer einen guten Weg dahin, dann, oder? Nach Roßlau. Oh, das sieht doch gut aus, oder? Dann können wir hier, warte mal, eins. 2, 3, 4, da muss eine Bushaltestelle neben sein. Dann wäre das ja super abgedeckt, oder? Ja, Bahnsteig. Sandbahnsteig. 1, 2, 3. Das passt dann. Dann kommt da der erste Zug drauf. Und straßentechnisch müssen wir dann was umbauen. Ich glaube, hier müssen wir nichts mehr machen, ne? Wir müssen vielleicht nur einmal die Linie kontrollieren, ob da nicht irgendwo so ein Fehler drin gebaut ist. Ne, sieht alles gut aus, oder? Und da ist er ja schon. Ja, passt. Okay, das heißt, das haben wir erledigt. Hier unten lassen wir mal gerade die zweite Kutsche fahren. Der kann überhaupt zu dann. Hier ist der Zug, der jetzt Nummer 11 hat. Wo ist er? In Jena. Okay, das ist ja Ende. Da wartet auf 10%. Ja, einer fehlt noch und dann fährt er los.
Aber warum steigt Naumburg-Rathaus über Weiterstadt Burgundenstraße nicht ein? Und ach nee, die sind ja alle drinnen, ne? Okay. Gut, Horslau Rathaus, das müssen wir uns merken. Und wir müssen jetzt diese schließen, weil wir jetzt da hin müssen, um dort. Oh, war doch nicht richtig, aber geht trotzdem. Wieso? Das war doch früher immer vier Felder. Hier ist es kleiner oder sind die Bushaltestellen noch kleiner am Anfang? Aber ich glaube, da das diagonal ist, ist das ja immer noch die gleiche Haltestelle. Passt also. Haben wir wieder ein Feld gespart zum Fahren mit der Kutsche. Und dann müssen wir schauen, dass wir jetzt den können wir zumachen, ja. Wir brauchen erstmal einen Zug für diese Linie. Aber wird natürlich hier ein bisschen kompliziert, ne? Hier hätte schon zweigleisig sein müssen eigentlich. Signal ist hier. Zwei-Block-Signal brauchen wir nicht, oder? Nee. Brauchen nur ein Signal. Was ist das hier? Langblock-Signal, ne? Track-Six-Sign-Single. Also es ist ein Einbahnstraßensignal, oder wie verstehe ich das? Vorrangsignal? Einfahrtsbeschränkung. Oh, das sind schwierige Signale, die ich noch gar nicht kenne. Hier, das müsste eigentlich unser Signal sein. Nee, dann darf dann da nicht reinfahren. Also das ist das nicht. Das würde bedeuten, es muss ja das sein. Ich hoffe, das ist so richtig. Ach, das ist. Nee, das funktioniert hier nicht, ne? Das muss so sein. Und das muss so sein. Solange wir, glaube ich, nur einen Zug haben, funktioniert das, was wir da vorhaben. Ja. Glaube ich, hoffe ich. Ich weiß es aber nicht. Könnte schief gehen. Muss aber nicht. So, jetzt hier rein. Eine Lok gekauft. Passagierzüge da dran hängen. Wie schnell fährt die? Wo steht denn das hier? Da, 45. Schneller ist die nicht. Okay, das heißt, das ist noch ausbaufähig. Vier Stück ist halt länger, drei. Und jetzt brauchen wir hier natürlich einen Fahrplan. Und das muss ein Fahrplan zur Linie sein. Und das ist die Linie. Hinzufügen müssen wir jetzt da. Warte mal, können wir da hinklicken und dann kommen wir dahin. Und da. Und in Roßlau machen wir eine Mindestbeladung von 10%. Weil der Mettmann soll er schon sofort wegfahren, weil das bringt ja nichts sonst, ne? Da steht er uns nur im Weg. So, dann haben wir hier Personenzug. Mettmann. Roßlau. Schuss. Steht da oben, passt. Ich glaube, das haben wir so richtig, oder? Also, der ist hier noch nicht ausgewählt. Jetzt aber und starten wir. Ich will hoffen, dass es funktioniert. Mir fällt aber gerade ein, da Mettmann ein Durchfahrtsbahnhof mittlerweile ist. Ja. Gehen wir da mal hin.
mache das Fenster zu und setzen hier noch ein Signal hin, weil dann kann er bis davor fahren, auch wenn das besetzt ist. Ich hoffe, ich mache das so jetzt gerade richtig, ich weiß es nicht. So, können wir das schließen? Jetzt fährt er natürlich als erstes nach da oben, ne? Ja, soll auch nicht so schlimm sein. So, jetzt haben wir hier natürlich Kutschen auf der Fahrstrecke, Fahrzeugdetails, ne, Fahrzeugdetails nicht, Fahrplan. Ne, das ist Fahrplan, ja. Und da muss ich hin. Es sind zwei Kutschen drauf, die von Mettmann hier. Die kann gleich, und die ist da gerade um die Ecke gefahren, die hat also noch ein bisschen Zeit. Beziehungsweise wir können der schon sagen, fahr mal wieder nach Roßlau zurück. Dann kommt die da gleich auch irgendwann an. Macht das mal runter. Und wir machen hier eine neue Linie. Und zwar, wo ist denn hier das Auto? Da ist das Auto, Straße, ja. Neue Linie, die geht von da nach da. Die kann auch so bleiben und die heißt Stadtbus, nee, Roßlau. Erstmal haben wir geändert, passt. Können wir schließen und der hier kriegt jetzt den Fahrplan Stadtbus Roßlau. Und fährt jetzt dann da. So. Mettmann Roßlau. Ist jetzt nur eine Kutsche drauf, die auch gerade besetzt ist und die muss erstmal leer werden. Die müsste aber, haben wir die offen? Ja, die ist gerade hier offen, glaube. Wo war jetzt das Ding mit nicht beladen? Da, nicht laden. So, wenn die leer ist, kann die weg, glaube ich. Ja. So, jetzt ist nur wichtig zu gucken. Ah, der kommt da schon an. Dann müssen wir nur wissen, ob der Leute mitnimmt, Fahrgäste mitnimmt, ne? Was haben wir denn hier? Attendorn, Eisling, Rathaus über Roßlau. MS die Straße. Warte, das ist der Bahnhof, ne? Ja, dann sind ja schon die ersten hier. Das ist ja schon mal cool. Und Lübecke. Das weiter im Norden. Das weiß ich nicht, wo Naumburg liegt. Weiterstadt ist im Süden und das geht über Roßlau. Ja, das geht dann auch hier lang. Das heißt, es müssten da jetzt welche einsteigen, oder? Oder auch nicht? Zug ist da, aber steigt niemand ein. Ach, weil keine Kutsche da ist. Und er wartet erst auf noch 10%. Die Kutsche ist noch hier. Ja. Und die Kutsche braucht noch eine Weile. Aber das ist nicht die Kutsche, ne? Das ist ja nicht die Kutsche. Wir brauchen einen Stadtbus, der sich hier befindet. Gut, das bedeutet, wir müssen ein klein bisschen schneller werden. So, er hat keinen drin, aber da erst links abgebogen ist wahrscheinlich, ne? So, er hat jetzt die Leute da drin. 6 von 6. Und dann muss er zweimal fahren, bis die Kutsche voll ist, kann das sein? Bis der Zug fährt. Wenn er 2x6 hat, ist es 12. Ah, nee, da sind mehr. Ich glaube, wir müssen 3x laden. Und jetzt ist niemand da. Reicht nicht. So, warte mal. Das ist jetzt hier nicht laden gewesen, ne? Und den können wir jetzt zum Depot schicken eigentlich, ne? Für hier reicht erstmal eine Kutsche. Oder wir machen das auf einer. Nee, von Roßlau soll der woanders noch hinfahren. Von
Roßlau geht es wohin? Nach Lübecke. Das müsste da oben sein, ne? Und so, und jetzt müsste er umdrehen, ne? Jetzt lass uns mal gerade gucken. Die Kutsche hat leider nichts geladen. Der müsste jetzt da hochfahren, hat aber keine Passagiere dabei. Weil nach Lübecke wollen ja auch nur 8 Leute, ne? Fahrplan. Kurz hochsetzen. Weil hier noch Fahrzeugdetails nicht laden an ist, hat das nicht geklappt. Fahrplan. So, jetzt auf ein neues. Gut, dass wir das noch gemerkt haben, sonst würde die ja immer ohne Passagiere fahren und wir würden uns wundern, warum. So, Zug fährt, weil abgeladen. Sehr gut. Das bedeutet, diese geht. Er hat jetzt 15, das sind auch die 10%, geht. Und hier fahren jetzt die beiden Kutschen hintereinander her, ist klar, weil wir die eben noch falsch gemacht haben mit Lübecke. Was haben wir hier? Eisling, nee, Roßlau ist das der Bahnhof. Okay, hier oben Mettmann-Roßlau, das ist eine Linie, die wir jetzt löschen können, weil nicht mehr gebraucht. Passt. Er steht jetzt in Mettmann und braucht Beladung. Genau so ist es. Hier müssten jetzt Leute einsteigen, die nach Lübeck wollen, oder? Hier sind schon reichlich Leute, die zum Bahnhof wollen. Nee, das ist nicht die Kutsche gewesen. Aber hier sind die 6 drinne, das passt, die Kutsche läuft. Die erste Kutsche war das hier mit zum Bahnhof, oder? Roßlau, genau. Das passiert auch. Roßlau selber hat hier nach Attendorn Leute, die fahren gen Norden. Hier geht's gen Süden mit dem Zug. Und da auch. Das sind dann reichlich Leute. Passt erstmal. Das läuft, würde ich sagen. Das können wir schließen. Und hier warten wir jetzt auf Passagiere. Da kommt jetzt eine Kutsche und ich hoffe, die hat genug Passagiere dabei. Die. Ja, ich weiß nicht, in welche Richtung der weiterfährt. Das steht jetzt hier, glaube ich, nicht. Aber so wie es aussieht, Jena-Zittau, das heißt, er braucht Leute für Jena-Zittau. Und die sind natürlich jetzt nicht in der Kutsche drin. Schwierig. Kutsche ist leer, Zug fährt nicht. Und jetzt müsste hier irgendwann dann der andere warten, bis der da unten endlich sich bequemt, dahin zu fahren. Ne? Hier sind aber 4 Zittauer und 2 Jena. Das heißt, das klappt gleich beim nächsten Mal. Einmal noch schnell die Kutsche fahren lassen. Ich hoffe, die richtigen sind drinne. Sind sie leider nicht. Der Zug da oben hält. Und wartet. Und wartet. Und jetzt fährt der da unten endlich. Immer noch nicht. Ah. Wann kommen denn die da rein, die nach Jena und Dingens fahren? Ha? Da ist aber auch gar keiner mehr. Wie viel sind denn da drinne? So, der Zug ist ja hier offen. Hä? Das ist wieder spannend, ne? 6 und 2. Niemand möchte nach Jena. Haben wir denn nicht eben hier in dieser Bushaltestelle welche gesehen, die dahin wollten? Ja, ich glaube, wir müssen dann hier auf der Linie definitiv den Halt in Mettmann rausnehmen, ne? Magnetbahn? Nee, Zug wollen wir. Fahrplan. Mettmann. Jena Mettmann. Ah, das Umschalten, das wäre schön, wenn es geht, ne? Aber irgendwie, das bedeutet hier, zack, 0. Und da das gleiche in grün. Weil anders funktioniert es leider nicht. So, jetzt fährt der Zug nämlich raus, sonst geht das hier nicht.
Ist aber nicht schlimm. Ich glaube, das wird sich schon ergeben mit der Zeit, dass da genug drinne sind. Er fährt jetzt hier über die Brücke. Hier haben wir schon Passagiere nach Attendorn und nach Lübbecke und nach Roßlau auch. Das heißt, der Zug wird jetzt gleich hier genügend Passagiere auf dem Rückweg auch haben. 15 auf dem Hinweg. Ist ja schon mal eine Zahl, ne? Er hat aber richtig miese gemacht, aber das liegt auch daran, dass er erst nach Norden, nach Roßlau fahren musste mit Leer, ne? So, 3,7, sagen wir 3,8 haben wir hier. Ja, knapp 200 würde ich sagen. Und ist jetzt mit 32 schon mal voll. Weiterstadt, Deften, Naumburg, Mettmann, Jena, Eisleben, passt alles. Er bringt keine neuen, die er hier jetzt hat, okay. Er fährt mit den 8 nach Jena jetzt wahrscheinlich, die dann da umsteigen müssen. Wie sieht's in Jena aus? 70 Passagiere warten da. Zittau nur 4. Ja, und die anderen fahren alle mit dem Zug mit. Kriegen wir jetzt hier 66 in den Zug rein? 63. Irgendwelche waren noch woanders. Aber das funktioniert auch. Und 7,1, könnte vielleicht besser werden. Aber weil der so lange stand oder was? Nee, eigentlich nicht. Da stehend kosten ja kein Geld, meines Erachtens. Wo ist das jetzt? Hier. Oh, da haben wir drei vergessen, oder was? Es fährt doch keine Kutsche mehr hier, ne? Die haben wir wohl weg. Nee, da gibt's noch eine Kutsche. Okay, das bedeutet Fahrzeugdetails. Nicht laden. Und dann Fahrzeugdetails. Nee, Fahrplan, anderer Fahrplan. Linie ändern. Nee, Linie ändern ist falsch. Sondern hier Dropdown-Menü. Zittau, Jena. Ja, machen wir so. Und fährt dann, ne? Ja, lassen wir so laufen. So, das haben wir. Die warten dann wahrscheinlich auf den Zug. Ich will hoffen, dass sie nachher weg sind. Spätestens beim Neuladen sind sie weg. Okay, der kommt jetzt an. 183 Passagiere, die weiterfahren bis nach Weiterstadt zum Beispiel. Und die auch Umsteiger sind. Sehr gut. Sehr gut. Ich würde sagen, die Folge ist natürlich schon wieder verdammt lang geworden, macht aber nichts. Wir sind gut unterwegs und hoffen, dass wir in der nächsten Runde dann weitere Passagiere durch die Gegend fahren und auch gut hier zurande kommen. Also das hat hier geklappt, dann müsste das auch klappen und das hier unten wird auch mit dem Signal klappen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.